Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf aller Fraktionen, das ist ja schon gesagt worden, soll die Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichtes vom Richterwahlausschuss und dem Bundesrat auch auf das Plenum des Bundestages übertragen werden. Das stellt die Legitimation der Richterinnen und Richter auf eine breitere Grundlage. Das ist ein Mehr an Demokratie. Das finden wir gut und da sind wir dann selbstverständlich auch dabei. Zumindest in der Theorie wird diese Entscheidung dazu führen, dass die Entscheidung über Richterinnen und Richter nicht mehr einfach nur einem Richterwahlausschuss überlassen bleibt. Und nun ist es ja so, dass der eine oder andere, und ich nehme persönlich mich da gar nicht raus, ja in der Lage ist, sich nach der Entscheidung von Richterinnen und Richtern ein Urteil zu bilden. Und wir glauben, es ist auch möglich, dass man, bevor man Richterinnen und Richter wählt, sich ein Urteil über Richterinnen und Richter bildet. Deswegen finden wir das eine gute Idee. Wir finden aber, und da mache ich jetzt mal einen kleinen Dissens auf zum Vorredner, dass es nicht zwingend ist, dass der Wahlausschuss einen Vorschlag unterbreitet. Ich finde, auch da kann man drüber nachdenken, ob man nicht weitergehen kann, ob nicht tatsächlich das Plenum insgesamt auch über Vorschläge, die vorliegen, entscheiden kann. Insofern würden wir uns wünschen, dass wir möglicherweise einfach in diesem Gesetzentwurf einfach mal sowas wie eine Befristung oder eine Überprüfung dieser Regelung reinschreiben, weil vielleicht kann man ja irgendwann weitergehen. Wir glauben aber auch, dass der Vorschlag, den wir hier gemeinsam unterbreiten, auch ein Anlass sein kann, eine weitergehende Debatte zu führen. Und ich finde, dass man ergebnisoffen, und wenn ich sage ergebnisoffen, dann meine ich tatsächlich auch ergebnisoffen, eine ergebnisoffene Debatte führen kann, ob es zum Beispiel wirklich sinnvoll ist, hilfreich sein kann, wenn man Laienrichterinnen und Laienrichter in ein Verfassungsgericht schickt. Ich bin da nicht entschieden, ich bin da unsicher. Ich weiß, in einigen Bundesländern gibt es das. Ich finde, das kann man einfach mal evaluieren. Und ich finde, wir sollten einmal darüber nachdenken, ist es sinnvoll und angemessen, wir haben das heute Abend noch, eine Karenzzeit einzuführen, in der aktive Politikerinnen und Politiker in das Bundesverfassungsgericht wechseln. Es gibt ja durchaus Fälle, wo quasi unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem politischen Amt in das Bundesverfassungsgericht gewechselt wird. Das ist vielleicht nicht ganz so prima. Und ich habe es schon angedeutet, wir finden, dass man darüber nachdenken muss, ob man nicht möglicherweise das Vorschlagsrecht auch etwas verbreitet. Also wenn man schon dabei bleibt, dass der Richterwahlausschuss einen Vorschlag dem Plenum unterbreitet, sollte man vielleicht überlegen, ob dem Richterwahlausschuss Vorschläge zu unterbreiten auch möglich ist durch andere Institutionen als Fraktion, Landesregierung oder die Bundesregierung. Da wir an dem eigentlichen Punkt ja einig sind, nämlich dass wir im Plenum die Bundesverfassungsrichterinnen und Richter wählen lassen wollen, glaube ich, sollten wir vielleicht uns doch die Zeit nehmen, den einen oder anderen Punkt, den ich jetzt hier angesprochen habe, zu debattieren, zu überlegen, ob man da nicht an anderen Stellen auch noch was machen muss. Das muss ja nicht gleich in dem Gesetz sein, das kann ja auch in einem weiteren Gesetz sein. Ich würde mir aber wünschen, dass wir diese Debatte führen, und ich will noch einen letzten Punkt ansprechen, wo wir ihn führen sollten, nämlich ob es wirklich überzeugend ist, dass das Bundesverfassungsgericht mit einstimmigem Beschluss unzulässige und offensichtlich unbegründete Anträge ohne Begründung ablehnen kann. Ich weiß, diese Begründungspflicht ist mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden. Aber ich glaube auch, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben, wenigstens ansatzweise zu erfahren, wie und warum mit ihrer Beschwerde so oder so umgegangen worden ist. Letztendlich glaube ich, dass wir diese konkrete Regelung relativ unproblematisch, ohne großes Gezänk über die Bühne kriegen, und will einfach noch mal ausdrücklich darum bitten, dass wir vielleicht die anderen Punkte, vielleicht haben Sie ja auch noch Punkte, einfach nutzen, um über eine weitere Demokratisierung des Bundesverfassungsgerichts in Ruhe sprechen zu können. Dankeschön. Bitte. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen jetzt die Ergebnisse der Wahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes bekannt.